Der Prolog von Orit vom 27. September. Gedenken. Der heilige Märtyrer Kallistratos wurde in Karthago geboren. Er war von Geburt an Christ, ebenso wie sein Vater und sein Großvater. Einer der Vorfahren Kallistros Namen Neochorus war ein Soldat in Jerusalems unter Pontius Pilatus, als unser Herr und Erlöser Jesus Christus gekreuzigt wurde. Als er Zeuge der vielen Wunder wurde, die während der Kreuzigung Christi geschahen, glaubte Neochorus an ihn und wurde von einem der Apostel im Glauben unterwiesen und getauft. Als er nach Karthago zurückkehrte, brachte Neochorus seinen christlichen Glauben als kostbare Perle mit. So kam es, dass Kallistros zu späterer Zeit als Christ geboren, getauft und erzogen wurde. Als er in die Armee diente, gab es dort keine anderen Christen in seinem Regiment außer ihm. Einer seiner Begleiter, der sah, dass der heilige Kallistratos in der Nacht aufstand und zu Gott betete, berichtete dem Feldherrn Persentinian, Kallistratos sei Christ. Persentinian war ein grausamer Folterer der Christen. Um sich zu vergewissern, dass Kallistratos tatsächlich ein Christ war, befahl ihm der Feldherr, den Götzen zu opfern, was Kallistratos um und wann ablehnte. Dann wurde er heftig geschlagen und ins Meer geworfen. Doch die Kraft Gottes rettete ihn, und er tauchte unversehrt aus dem Meer auf. 49 andere Soldaten, die Kallistratos Duldsamkeit und Wunder sahen, kamen zum Glauben an Christus. Sie wurden geschlagen und zusammen mit Kallistratos ins Gefängnis geworfen. Im Gefängnis unterwief Kallistratos seine Kameraden im Glauben und stärkte sie. Sie erwiesen große Tapferkeit im Leiden und der Herr offenbarte durch sie große Kraft. Daraufhin sandte der boshafte Folterer Soldaten in der Nacht ins Gefängnis und sie töteten den heiligen Kallistratos und seine 49 Kameraden. Sie litten für die Wahrheit im Jahr 304. Später wurde eine Kirche über ihren Reliquien errichtet. Die heiligen Apostel Markus, Aristarchus und Zenas waren Apostel aus den 70. Der heilige Markus war auch als Johannes bekannt. Die heiligen Apostel versammelten sich zum Gebet im Haus seiner Mutter Maria in Jerusalem. Apostelgeschichte 12, Vers 12. Er verkündete das Evangelium zusammen mit den Aposteln Paulus und Barnabas. Apostelgeschichte 12, Vers 25. Danach war Markus Bischof in der Stadt Byblos. Der heilige Aristarchus, ein Mitreisender des Apostel Paulus, war Bischof im syrischen Aramäa. Apostelgeschichte 19, Vers 29. Der heilige Zenas wird von Paulus als Rechtgelehrter beschrieben. Titus 3, Vers 13. Er war Bischof im palästinensischen Lida. Sie leuchteten wie Sterne in der Finsternis des Heidentums und brachten viele zum christlichen Glauben. Nun leuchten sie wie Sterne im Reich Christi, ihres geliebten Herrn. Die heilige Neumärtyrerin Alilina stammte aus dem Dorf Zakliveri in der Diözese Jetrene. Sie war ein 18-jähriges Mädchen. Ihr Vater trat zum Islam über und versuchte sie dazu zu zwingen, ebenfalls den muslimischen Glauben anzunehmen. Doch ihre Mutter unterstützte sie in ihrem christlichen Glauben. Nach vielen Martern, völlig wund und blutig, hauchte sie ihren Geist aus auf dem Schoß ihrer Mutter und empfing den Siegeskranz des Martyriums am 27. September 1764. Der gottgeweihte Savatthi von Solovki wurde zusammen mit dem heiligen Zosima am 17. April kommemoriert. Heute wird seines Entschlafens im Herrn am 27. September 1764 gedacht. Der heilige Märtyrer Kallistratos. Der heilige Kallistratos betete zu Gott. Er betete zu Gott und dankte ihm. Der Folterer verhöhnte Kallistratos bei der Tortur um des Glaubens willen. Du glaubst an Christus, den Gekreuzigten.
Wenn ich dies aus dieser Welt schicke, wird kein einziger Christ übrig bleiben in dieser ganzen großen Stadt. Der heilige Kallistratos betete zu Gott. Er betete zu Gott und sagte zu dem Richter: Du wirst meinen sündigen Leib zerschmettern und die Erde mit meinem Blut tränken. Doch eine Kirche wird aus diesem Blut gebaut werden. Durch dein Schwert werde ich mein Ziel erreichen. Wie der heilige Kallistratos sprach, so geschah es. Sein Blut, wie ein klarer Trompetenruf, erweckte rasch das Gewischen der Menschen. Die Stadt wurde getauft, die Kirche gebaut. Und der Märtyrer erreichte sein Ziel. Nun im Himmel, in der himmlischen Armee, der Soldat Christi, der heilige Kallistratos. Und seine Begleiter unter den Engeln beten zu Gott, auch uns zu retten, auf dass auch durch uns der Herr verherrlicht werde. Betrachtung: Alle Reichtümer und Ehren sind wie ein Mahl, dem der Tod ein Ende macht. Von diesem Mahl nimmt keiner auch nur eine einzige Brotkrumme mit in die andere Welt. Selig ist, wer verstanden hat, dass die Seele der einzige Besitz ist, den einem keiner und nichts rauben kann, nicht einmal der Tod. Solche Menschen denken nur an drei Tatsachen: an den Tod, an die Seele und an Gott, den Richter. Bewahre ständig in deinem Geist die Erinnerung an das Ende und ans Gericht und halte dich frei von Sünde, lehrt Evagrius. All unsere körperlichen Sorgen in diesem Leben sind wie ein Mahl, der sehr bald enden wird. Habe jeden Tag den Tod vor Augen, sagt der heilige Isaak, der Einsiedler. Vergegenwärtige dir unablässig, wie du dich vom Körper trennen wirst, wie du die Bereiche der Mächte der Finsternis durchqueren wirst, die dir in der Luft begegnen werden, und wie du dann vor Gott stehen wirst. Bereite dich auf den schrecklichen Tag vor, an dem du vor dem Gericht Gottes Rechenschaft ablegen musst, als würdest du es bereits vor dir sehen. Ein reicher Händler namens Ioan kam eines Tages zum heiligen Savati von Solovki und brachte ihm eine große Spende. Savati nahm nichts an und sagte ihm, er solle die Gabe den Armen geben. Ioan war darüber sehr traurig, und der Heilige sagte, um ihn zu trösten und ihm klarzumachen, warum er ihm dies gesagt hatte: Ioan, mein Sohn, bleib hier und warte bis morgen, und du wirst die Gnade Gottes sehen. Am folgenden Tag ging Ioan in Savatis Zelle und sah, dass der alte Mann gestorben war, und er roch den wundervollen Duft, der den Raum erfüllte. Wer das Ende seines Lebens voraussieht, denkt nicht an irdische Güter. Zum Nachdenken: Lasst uns nachdenken über die Gerechtigkeit des Königs Osia und über Gottes Belohnung. 2. Chronik 26. Wie der König tat, was gut ist vor dem Herrn. Wie über ihn gesagt wurde: In der Zeit, da er den Herrn suchte, verlieh ihm Gott Erfolg. Homilie: Über Christi letztes Gebet für die Gläubigen. Dass alle eins seien, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir. Johannes 17, Vers 21. Gottes Erbarmen ist groß, meine Brüder. Wenn der Gerechte dies empfindet, weint er, und wenn es der Sünder erkennt, ist er beschämt. Durch die Gnade Gottes werden wir gereinigt, erleuchtet, gerettet und zu Söhnen Gottes gemacht und mit ihm selbst vereint. In Bezug auf diese Einheit mit Gott möge jedoch keiner glauben, dass wir eines Wesens mit Gott werden. Ihm gleich, wir können niemals eines Wesens mit Gott oder Gott gleich sein in der Weise, wie der Vater, der Sohn und der Heilige Geist eines Wesens sind. Dass alle eins seien, spricht der Erlöser zum Vater mit Blick auf seine Jünger. Wie du in mir bist und ich in dir, wobei er an die Einheit der Liebe und nicht des Wesens denkt.
aus Liebe entfließen wechselseitiger Gehorsam, gegenseitige Hilfe, Erbarmen, Sanftmut, Demut, Güte, guter Wille und Aufopferung. Wenn der Herr sagt, seid vollkommen, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Matthäus 5, Vers 48. Denkt er nicht daran, den Menschen mit Gott gleich zu machen, sondern das höchste Beispiel der Vollkommenheit in allem Guten zu zeigen. Viele Lehrer stellen ein Beispiel der Vollkommenheit in etwas oder in jemand anderem als Gott dar. Und so haben sie den Menschen oft Böses und Beispiele des Bösen als Vollkommenheit gelehrt. Daher lehrt der Herr die Menschen, ihren himmlischen Vater als Vorbild aller Vollkommenheit zu nehmen und nach dieser wahren Vollkommenheit und nicht nach einer anderen zu streben. Durch die Gnade Gottes sind wir zu Söhnen Gottes geworden und werden alle eins in Christus Jesus. Galater 3, Vers 28. Doch wir werden keine Götter. Wir werden nicht zu Personen der heiligen Dreiheit. Man vergesse nicht, dass es in der heiligen Schrift heißt, die Himmel sind nicht rein in seinen Augen. Hiob 15, Vers 15. Das heißt, die majestätische Mächte des Himmels, was ist dann erst über den Menschen zu sagen? Aber durch die Gnade Gottes und durch die Leiden unseres Herrn Jesus werden die Gläubigen aufgenommen in die Einheit mit Gott, in der Liebe und im Geist. Lasst uns danach streben, den Willen Gottes zu tun, damit wir wahrhaftig zu diesen majestätischen Höhen hinaufgehoben werden. O Herr Jesus, unser Gott, der Gott aller Gnaden und aller Güte, halte uns bis zum Ende in deinen Erbarmen und zürne nicht mit uns, sondern vergib uns. Dir sei Ehre und Lobpreis in Ewigkeit. Amen.